Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mir ist nämlich eingefallen, dass hier ein Schloss Meisterstufe ist. Hatten wir ja gestern gesagt, ne? Braucht man nicht, ich habe ja den Schlüssel. Mit Schlüssel zum Verhörzimmer. Da war auf jeden Fall ein Gefangener, das weiß ich noch. Was genau, weiß ich aber nicht mehr alles. Also werden wir jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt in den Büchern jetzt drin stand. Frick Steuermantel. Lesen, was der aktuelle Stand der Drachenuntersuchung ist. Erste Abgesandte Elenwin. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Information. Zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne damit, nicht damit, dass mehr nötig sein wird. Es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus ihm herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechnik begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. So, den Namen nehmen wir jetzt mal nicht vor. Können wir uns gleich immer noch durchlesen. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Da mischen wir uns jetzt mal ein, Leute, glaube ich. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neuem. Nein, um Himmels Willen, ich habe euch schon alles gesagt. Nein! Beginnt ganz von vorne. Ist da jemand? Ihr könnt euch nicht verstecken. So, den Rolindil haben wir jetzt mal gekillt. Weil das habe ich jetzt nicht so eingesehen. Ich wollte mir das jetzt auch nicht weiter anhören. So, mein Freund, du bist jetzt erstmal komplett raus aus der ganzen Sache, okay? So. Haben wir uns jetzt alles mal angeeignet. Esbern. So, der wird bestimmt zu uns im Endeffekt so ein bisschen dazugehören, deswegen quatschen wir den jetzt mal an. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Ich möchte alles noch einmal hören, nein. Was? Wer... Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärung. Lasst uns hier verschwinden. Ihn befreien. Ja, natürlich. In Ordnung. Los. Ich glaube, damals hatte ich zu lange zugehört und dann ist er gestorben. Muss irgendwo hinführen. Geht schon vor, ich bin hier noch nicht. Ich bin hier noch nicht fertig. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Okay. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Okay, Leute. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Ich denke mal, das wird einer unserer Anhaltspunkte sein. Entkomme aus der Botschaft. Wie ihr wollt. Aber erstmal sollten wir gehen. Hä? Ich hab doch voll getroffen, Leute. Vorsichtig. Nein. Was war das? Ich möchte nicht, dass er stirbt. Fuck. Als ob dir... Fuck. Ah, Mist, ey. Leute, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht, dass der stirbt. Okay, kommt. Wir gehen. Schlüssel erforderlich. Leute, da kümmern wir uns jetzt um den Schlüssel. Kommt. Ich hätte etwas gesagt. Ist da jemand? Ich schätze, jetzt ist alles klar. Mann, schade aber auch. Dass der jetzt tot ist, das ärgert mich so ein bisschen. Ich wollte nicht, dass der stirbt. Wir könnten auch nochmal von vorne anfangen und ihn eigentlich retten, aber das ist jetzt auch irgendwie gesprungen. Ich nehme erstmal alles mit. Hat einer von denen den Schlüssel? Das habe ich doch alles schon.
Wieder runtergehen und gucken. Vielleicht liegt ja irgendwo hier der Schlüssel rum. So, mal gucken. Ja, jetzt geht's. War der richtige Schlüssel. Ach Mensch, Leute, das ist schon echt traurig. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich wollte es nicht. Ist voll nackt, Alter. Ja, du musst mich schon mal durchlassen, Digga. Oh ja, ganz wichtig, der Stein da. Aber erstmal. Nein! Nee, 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 den killst jetzt nicht auch noch. Ich will nicht, dass hier jeder drauf geht. Oh. Leute, ich weiß nämlich nicht, ob das ein Charakter ist, der sterben kann, wenn wir ihn befreit haben oder nicht. So. Erstmal Geldbeutel, dann durchsuchen wir den Beutel an sich nochmal. Dieses Buch nehmen wir auch mit. Illusion, nice. So, und jetzt, dieser Stein hier ist ganz wichtig. Der wird uns später noch, ja, zu dem Schätzer, das machen wir noch. Aber es geht hier vielmehr um was Wichtigeres. Das ist ein Stein von Barenzi. Barenzi oder Barenzai? Warum weiß ich gerade nicht genau, wie, ich glaube, es ist Barenzi. Und davon muss man 24 Stück, glaube ich, suchen. Ich glaube, es waren 24, ja. Und die sind auf der ganzen Karte verteilt. Und das werden wir natürlich auch noch nebenbei machen. Die findet man eigentlich fast überall. Manchmal kann man die auch tauschen. So. Sprich mit Delfin. Wir sind erstmal da lang. Wie viele Zeit haben wir denn jetzt? Was wir nicht brauchen? Tschüss. Fallen lassen. Ach, Questobjekt, das muss ich ja wiedergeben. Oh, war ja so teuer, das Zeug. Es tut mir leid. Wo ist denn jetzt eigentlich der andere? Den nicht mal. Naja, okay, gut. Wir laufen jetzt erstmal hin. Schlachten zwischendurch noch ein paar Tiere ab, weil ich einfach Bock drauf hab, Leute. Ich bin zu blöd zum Spielen gerade, Leute. Richtig belastend. Ich krieg das nicht hin gerade mit dem Bogen. Nee, nee, nee. Ist auch egal, wir schaffen das trotzdem. Wartet mal. Nicht, dass ich jetzt hier falsch laufe. Ja, wohin sollen wir? Ich wollte jetzt hinlaufen. Die ist doch bestimmt wieder am Flusswald, wa? Ach, Leute, ich wollte hinlaufen. Ich trottel. So. Schnell reise nach Flusswald. Und wir sind jetzt bei guten 8 Minuten. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch so in diesem Let's Play, in dem Part noch ein bisschen machen können. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich bin schon echt froh, dass es jetzt wieder läuft. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, dass der Fehler einfach nur das mit der Festplatte war. Dann werde ich jetzt halt immer aufnehmen und dann erst auf die andere Festplatte verschieben, weil ich auf meinem PC halt einfach ein bisschen Speicher freilassen will. Ja. Ah, kriegen wir hin, Leute. Ist kein Problem. Schnauze, du Lappen, du Lachsnacken. Ich mag das manchmal nicht, wenn diese Leute irgendwelche Kacke erzählen und dazwischen labern, das nervt manchmal richtig. Bei Zelda zum Beispiel, auch um das mal nochmal zu sagen, guckt bei Kalle auf jeden Fall vorbei, Leute. Da ist das auch so, da, na, wie immer dazwischen quatschen, aber wirklich permanent, ey. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Ja. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Gut. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Tamer wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war nur... Ich war so sicher, dass... Espern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Ja, ja. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind. Was wollen die Talmor von Espern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Espern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören.
Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Ja. So, die Talmer glauben also, dass die Klingen von den Drachen müssen. Sie scheinen ihnen Rifton zu vermuten, sag ich hier jetzt mal. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund. Wo ist eigentlich jetzt der Typ, den wir befreit haben, ey? Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Okay. Er wird wissen, was das bedeutet. Am 30. Eisherbst. So, haben wir. Diplomatische Immunität, ein Erfolg erhalten. Ja, was heißt hier in deinem Zimmer, du Bitch? Sag mir wo. Das ist mein ganzes Zeug, Mädchen. Nö, die hat uns das nicht wiedergegeben. Hier fehlt alles. Warte, wir werfen ja erstmal den Scheiß raus, den wir jetzt nicht brauchen. Sinnlos, absolut oberster Müll. Weg. Warum konnten wir es denn eben nicht wegwerfen? Jetzt können wir es wegwerfen. Mal Leute, ey, manchmal frage ich mich echt, behalten wir es, Geld wert? Weg. Die Timer oben sind ganz schön heftig, was der Preis angeht. Wenn man mal das Gewicht betrachtet. So. Wo ist ihr Zimmer denn? Welches Zimmer ist ihrs? Hä? Nee, die nicht. Nein. Ist okay. Ey. Ich denke, du hast meine Klamotten aufbewahrt. Ey, du blöde Bitch. Ich fass es nicht. Was gibt es? Na, du hast meine Klamotten. Willst du mich verarschen? Also, Leute. Ah, jetzt hätte sie eine reingekriegt, sag ich dir. Gut, jetzt haben wir unser Zeug gekriegt. Die hätte von mir jetzt voll eine reingekriegt. Kein Witz. Geldbeutel. Nehmen wir auch mal mit. Wie gesagt, die Bücher sammle ich. Die möchte ich später in mein Haus stellen. Oder lass mal einfach drin. Können wir uns irgendwann mal wiederholen, falls wir was brauchen. So, und raus. So, was wird jetzt unser nächstes Ziel? Was machen wir jetzt als nächstes, Leute? Gehen wir direkt nach Rifton und suchen den? Ich möchte das ein bisschen zeitlich abgrenzen, alles, was wir wann machen. Oder machen wir jetzt irgendwas Kleines? Weil das könnten wir gleich verbinden mit der splitternden, zersplitterten Flasche. Ja, das könnten wir damit verbinden. Was könnten wir denn noch machen? So, das machen wir einmal an. Nee. Obwohl, doch das, ja. Da könnte man gleich drei Sachen machen. Dann gehen wir jetzt doch nach Rifton. Aber vorher nach Weißlauf, weil ich noch ein bisschen was abliefern möchte. So. Machen wir ein paar kleine Reisesachen jetzt hier. Rifton waren wir auch schon. Oder Riften. Es ist ja immer eine Auslegungssache, wer was ausspricht. Beispielsweise, das hat Kalle auch angesprochen, Hyrule sagen viele und andere sagen wieder Hyrule. Er war, glaube ich, der Meinung, dass er Hyrule sagt, obwohl beides für mich richtig ist und ich sage eigentlich immer Hyrule. Obwohl Hyrule auch irgendwie geiler klingt, mal davon abgesehen. Ne? Ich habe hier... Werft einen Blick darauf. Ja. Gerne, aber erstmal möchte ich gleich verkaufen. Aber erstmal nehmen wir mal das mit. Jetzt zeige ich euch noch kurz was, damit ihr da auch mal Bescheid wisst, weil das wissen auch nicht viele. Silbererz nehmen wir auch mit. Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Obwohl, pass auf, nehmen wir mit, weil wir können ja gleich wieder alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Weg. Stahldeutsch, alles weg. Obwohl wir die hätten behalten können zum Verzaubern, ich Idiot, ne? Egal. Haben wir jetzt... Bogen haben wir noch, geil. So, und jetzt hier alles weg. Aber die verzauberten Sachen, Rüstungssachen Richtung Magier nimmt die nicht an. Weil die halt eher so die schwere Rüstung macht. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Naja, also ist doch, da hat sie eigentlich recht. Da hat sie eigentlich recht, die Kleine. So, jetzt zeige ich euch noch natürlich zum Schluss der Folge Nummer 2. Ach du, sei leiser. Zeige ich mal zwei kleine Sachen, die auch ganz geil sind und auch wichtig für dieses Spiel.
Ein Kohle möchte ich nicht. Ey. Werft einen Blick darauf. Oh ja, Leute. Die sind zwar mega teuer, aber die brauchen wir erstmal. Oh, richtig geil, komm. Nehmen wir mit. Ach, Stahlbarren sind auch ganz wichtig und die Eisenbahn nehmen wir auch nochmal mit. So, passt auf, Leute. Erstmal bringe ich jetzt nochmal Sachen rüber, damit ich mein Geld wieder kriege, weil ich habe jetzt ganz schön viel Geld da gelassen, allein für die Orichalkum-Barren. Mal einen Schluck getrunken. Ich sage nicht, dass ich der weil wir hier schmelzen können. Aus den Erzen können wir Barren machen. Aber ich will aus... mit einem Trick. Das ist kein Trick. Ich möchte daraus Goldbarren machen aus den Eisen. Passt auf, zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal machen wir Ork. Umso teuer, umso besser ist es. Und am meisten lohnt sich eigentlich beim Orkischen der Helm. Weil der halt relativ teuer ist und auch am wenigsten braucht, wenn man dazu die Rüstung nimmt. Die braucht doppelt so viel von dem. Drei Lederstreifen, wie viel brauchte der Helm? Zwei. Obwohl, doch, da sparen wir sogar. Gut, dann nehmen wir die mal. So, und dann können wir noch einen Helm machen. Boah, ja, Leute, das hat richtig gut reingebumst. So, die Rüstung müsste aber trotzdem schwächer sein als meine jetzige, wenn ich mich nicht täusche. Ja, bedeutend schwächer sogar. So. Gehen wir rein zu dem, weil da haben wir richtig viel Geld gerade gelassen. Circa 500 müsste jetzt bei rauskommen, was wir jetzt kriegen. Der stand zwar ein Wert von 1000, aber den Wert kriegt er nicht wieder. So hoch ist meine Redekunst nicht. Wir können übrigens gerade nicht laufen, ich bin ein bisschen überladen. Wie sieht aus? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? So, hier kriegst du erstmal das wieder, also sogar nur 410, seht ihr, Leute? Also ist es schon ein großer Unterschied, man merkt auf jeden Fall den Unterschied dann. So, mal wieder 4600 Gold. Dann holen wir uns jetzt noch das restliche Eisenerz von drinne. Oh, lässt sich noch schön machen. 3 Minuten haben wir noch, dann zeige ich euch das noch ganz gechillt. Ist eigentlich eine ganz feine Sache, muss ich sagen. Eine ganz, ganz feine Sache. So. Hier packe ich das eigentlich immer alles rein. Und jetzt gehen wir einfach hier erstmal ran und schmeißen das rein, was wir jetzt nicht brauchen. Und zwar die Rüstung hier. Nee, das brauchen wir nicht. Die behalten wir erstmal drinnen, die Robe, weil die könnten wir gleich, glaube ich, benutzen. Bei den Zaubertränken kann man alles wegwerfen. Brauchen wir erstmal, obwohl den Gesundheitstrank hätte ich behalten können. Rollen brauchen wir auch nicht. Ey. Oh, jetzt habe ich richtig Schluck auf. Essen brauchen wir erstmal nicht. Diese Sachen auch alles nicht. Weg damit. Alles erstmal reinpacken, Leute. Und jetzt kurz. So, zack, 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 zack. Alles weg damit. So, und dann gehen wir zu den Sachen hier. Das brauche ich auch erstmal nicht. Die lassen wir drinne. Das packe ich rein. Jetzt habe ich echt Holzkohle einmal gekauft, Leute. Den Stein lassen wir drinne. Den Granatstein auch. Habe ich davon nicht gerade 11 Stück gekauft? Ich gehe gleich nochmal runter und gucke, was ich ihm abgekauft habe, weil da bin ich gerade ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Weil ich bin der Meinung, dass ich ihm gerade 11 Stück abgekauft habe. Und dafür auch einen vollen Preis bezahlt habe, dann schlage ich den nämlich zusammen, Alter. So. Ne. Das Carundum-Erz kann man noch nicht verbauen. Da waren D3-Herzen sehr selten, die Dinger, ne? 3 Stück haben wir gerade. Das kann man auch noch nicht machen. Hier Eisenerzeimer mitnehmen. Und dann nehmen wir noch Silbererz mit. Wo ist es denn? Da ist es dreimal. So, und dann gehen wir hier nochmal runter. Passt auf. Ne, ich hab doch gerade schon verbaut, Leute. Och, ich bin auch glatt. Mach ihn direkt voll, wisst ihr. Veränderungszauber, den nehmen wir einmal. Mit. Und ich hatte Rüstungsteile gemacht, die auch ziemlich gut waren. Wo ist denn das jetzt mit bei... Gebrauchter Tränke? Nein. Da habe ich die zweimal. 17%. Achso, gut, hier ist mehr drauf. So, den nehmen wir auch nochmal mit, weil dann sind wir schneller beim Verzaubern. Wisst ihr? Bekleidung einmal, zack. Und den Helm hier. Dann kostet das weniger Magika. So, und jetzt zeige ich euch den Zauber.
ist ein Veränderungszauber, der ist jetzt kein Witz, der macht aus Eisenerz Silbererz und aus Silbererz dann Golderz. Ein sehr, sehr, sehr guter Zauber, den viele so oft unterschätzen und den kann man auch nirgendwo kaufen, Leute. Können wir ja auf dem Weg dahin machen. Ich mach das nochmal mit zwei Händen. So, können wir sogar viermal machen, weil und die Magikarena regeneriert sich auch schneller. Und ihr seht auch schon, ich renne nicht mal und bin trotzdem relativ schnell unterwegs. Und verbrauche auch weniger Ausdauer beim Sprinten. Das liegt an der leichten Rüstung. Ihr seid allgemein schneller unterwegs mit der leichten Rüstung und verbraucht beim Sprinten weniger Ausdauer. So, das nächste ist... Wartet. Ihr seht hier oben links, was sich alles verändert. Ich zeige euch auch nochmal, was da wirklich steht hier. Wandelt ein Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold um. Wenn ihr der Zauberer welches bei sich trägt, ja, das macht er ja automatisch. Eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. So, hat er noch Eisenerz? Oh, eben Erzbahn sind so teuer, Leute, aber das brauchen wir gerade nicht. Silbererz nehmen wir auch mit. Das Leder nehmen wir auch mit und die Lederstreifen. Oh, dass ihr eine Waffe für mich habt. Ihr gehört nun zu den Gefährten. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Oh, Leute. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Ich hätte gern ein Schwert, oder? Nehmen wir ein Schwert. Ja. Eine Klinge. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Hm? Schwert des Himmelschmiedenstahls. Wollen wir uns die mal angucken? Leute, die ist aber auch echt nice, muss ich sagen. Die nehmen wir jetzt gleich mal mit. So, jetzt zaubern wir mal weiter. Machen das ganze Eisenerz zu Silbererz und das Silbererz zu Golderz. Das entscheidet das Spiel selber, was macht. So. Das kann man auch beschleunigen, indem ich jetzt jedes Mal eine Stunde warten würde. Dann wäre die Magika direkt wieder voll. Aber bei dem bisschen Eisenerz ist das sinnlos. Ich habe nichts getan. Lalalala. Ich helfe meiner Mutter dabei. Da kommt auch oben die Meldung, wenn nichts mehr zum Umwandeln da ist. Das sagt er uns auch. Aber im Moment ist noch was da. Dann gehen wir hier an den Schmelzofen, wenn wir fertig sind. Ich guck mal kurz nach. Wir haben jetzt noch 6 Eisenerze, okay. Und Golderz haben wir, keine Ahnung, bin ich gerade drüber gerutscht. 9 haben wir schon, ein Silbererz ist noch da. Dann mache ich jetzt hier wieder eine Veränderung mit doppelter Hand. Aber erstmal so, zack. Dann eine Stunde warten, passt auf. Und direkt wieder alles voll. So, das machen wir jetzt mal schnell, weil das dauert sonst zu lange. Ich möchte das hier in dem Part gerne noch schnell zeigen. Habt ihr gesehen, wie es geht? So. Müsste gleich fertig sein. Viel war es ja nicht. Ja, genau. Eigentlich müssten wir jetzt fast fertig sein. Silbererz haben wir da noch eins. Eisenerz ist gar keins mehr vorhanden. Und ein Silbererz noch. Dafür mache ich jetzt nochmal schnell eine Stunde hier, damit wir auch nicht so lange warten müssen. So. Bums. Jetzt haben wir nur noch Golderz, Leute. Mega geiler Zauber. Und den kriegt ihr, den zeige ich euch gleich auf der Karte, den Ort. Hier guckt, wir haben nur noch Golderz. Und daraus machen wir jetzt uns Goldbarren. So, und aus den Goldbarren machen wir uns an der Schmiede denn was. So, pass auf, zuerst zeige ich euch, wo ihr hingehen müsst. Das hier ist Weißlauf, ne? Und hier in dieses Lager müsst ihr. Lager, stehender Strom. Erstmal alle kalt machen, ganz easy, sind nicht schwer die Gegner. Dann in dem Lager sind 12 bis 15 Eisenerzvorkommen. Ich glaube, das ist sogar das größte in dem Spiel hier. Bin mir auch nicht sicher, wie viel genau. 12 bis 15, irgendwas in dem Dreh. Da kommt da locker mit 40 bis 50 Eisenerze raus. Also ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und da findet auch den Zauber. Einfach anwenden. Ganz easy peasy. Wird auch nochmal als Tutorial kommen. Aber nur nochmal um euch das. Die Leute, die das Let's Play gucken, haben jetzt natürlich gewisse Vorteile, wenn sie das Spiel selber spielen. So. Und jetzt stellen wir uns hier hin, schmieden direkt mal Goldsachen, Schmuck, weil das relativ schnell geht und auch relativ viel wert ist. Haben wir irgendwas, wo wir eine stärkere... Ne, können wir leider nicht. Egal, machen wir eine Halskette. Oder machen wir hier direkt. Kriegen wir mal 2 Ringe. Ne, komm. Schade, haben wir alles nicht dabei. So, Schmiedekunst auf 57. Schwach auf 80 würde ich gerne kommen, dass ich eben Erz machen kann. Und dann könnte man die Schmiedekunst endlich auf 100 machen. Aber in dem Sinne würde ich sagen,
Ich stelle mich wieder schön schick vor mein Haus. Ey, dreh dich mal um, Digga. So. Und ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ey, Junge, zeig dich mal. Warte, bevor ich mich hier verabschiede, das können wir doch nicht machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bleibt Don Fleek und ciao.